is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Geheimnis des Fortschritts. Vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet vor ihm aus euer Herz. Gott ist unsere Zuflucht. Wir müssen viel im Gebet verweilen, wenn wir Fortschritte machen wollen in unserem Leben mit Gott. Als die Botschaft der Wahrheit zum ersten Mal verkündet wurde, wie viel haben wir da gebetet? Wie oft war im Schlafzimmer, in der Scheune, im Obstgarten oder im Wäldchen eine fürbittende Stimme zu hören? Häufig verbrachten wir Stunden im ernsten Gebet, wobei zwei oder drei Gottes Verheißungen beim Wort waren. Oft hörte man weinen und dann die Stimme des Dankes und ein Loblied. Nun ist der Tag Gottes näher als damals zu Anfang unseres Glaubens. Und wir sollten noch ernster, noch eifriger und begeisterter sein als in jenen frühen Tagen. Wir sind heute in größerer Gefahr als damals. Als Jesus auf der Erde lebte, empfing er durch die Stunden des privaten, einsamen Gebetes Weisheit und Kraft. Die Jugendlichen sollen seinem Beispiel folgen und bei Sonnenaufgang und in der Dämmerung am Abend eine stille Zeit für die Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Vater reservieren. Den ganzen Tag über sollen sie ihre Herzen zu Gott erheben. Auf jedem Schritt unseres Weges sagt er: Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Könnten unsere Kinder das schon in frühen Jahren lernen? Welche Frische und welche Kraft, welche Freude und Freundlichkeit würde dadurch in ihr Leben hineinkommen? Lasst euer Herz erschüttert werden vor lauter Sehnsucht nach Gott, dem lebendigen Gott. Das Leben Christi hat gezeigt, was Menschen tun können, wenn sie der göttlichen Natur teilhaftig sind. Alles, was Christus von Gott empfing, können auch wir haben. Bittet und empfangt. Mit dem ausdauernden Glauben Jakobs, mit der unnachgiebigen Beharrlichkeit eines Elia, könnt ihr all das für euch persönlich in Anspruch nehmen, was Gott versprochen hat. Lasst euer Denken und Gemüt von den herrlichen Plänen Gottes in Besitz genommen werden. Lasst euer Leben im Verborgenen mit dem Leben Jesu verbunden werden, der dem Licht befahl, aus der Dunkelheit hervorzuleuchten, ist bereit, auch in euer Herz zu scheinen, um das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes zu schenken, die sich im Angesicht Jesu widerspiegelt. Der Heilige Geist wird Göttliches nehmen und euch zeigen. Christus wird euch an die Schwelle des Unendlichen führen. Ihr dürft die Herrlichkeit hinter dem Vorhang betrachten und den Menschen sagen, dass der eine, der alle Zeit lebt und für uns Fürbitte tut, ausreicht und genügt. The Lord is coming. Are you ready?